Hallo. Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich habe aber auch ein Pech. Müssen mich doch ein Krimineller und ein Idiot finden. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Was meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Was hat Pegram in der Burg gefunden? Den Eingang zu einer unterirdischen Kammer. War voll mit Erde und Schutt und wir haben sie für Pegram ausgegraben. Wir haben einen geheimen Raum entdeckt. Eine verborgene Kapelle. Hat Pegram den Edelstein im Altarraum gefunden? Weiß ich nicht. Wir mussten rausgehen und er hat uns nicht gesagt, warum. Eine halbe Stunde später ist er dann auch wieder hochgekommen. Der Mann war weiß wie ein Leinentuch. Er hat die Ausgrabung zugemacht und die Burg abgeschlossen. Hat uns alle weggeschickt. Das hört sich an, als ob Pegram etwas mehr als nur den Edelstein gefunden hätte. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich traue mich nicht. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn-Edelstein gehört. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Und geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal,
rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fritz hier. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Okay, sag ich. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Bis später dann. Okay, Mister. Das Auto des Leprechauns hat die Plastikabdeckung zerbrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Entschuldigung. Ja, Sir? Kennen Sie Sean Fitzgerald sehr gut? Ich kenne ihn gut genug, um ihm nie mehr als 2 Pins zu verkaufen. Er wird echt kindisch, wenn er ein paar Bier intus hat. Überrascht mich nicht. Er muss Medikamente nehmen, für seine Nerven. Seine Nerven sind völlig in Ordnung. Er ist nur ganz einfach verrückt. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob. Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Genau, im besten Zimmer des Hauses. Das ist das Zimmer mit dem Bett. Kann ich Pegrams Zimmer sehen? Hat einer der Brüder aus dem Kloster genommen. Sie kommen jedes Jahr hierher zur spirituellen Erfrischung. Das ist gut, das muss ich mir merken. Spirituelle Erfrischung ist ein Bauch voll Bier. Ich möchte einen Mann Gottes nicht stören. Besonders nicht einen so großen Typen aus dem Heim für schwer erziehbare Jungs. Kann ich dir nicht verdenken, Mick. Der Bruder hat Muskeln wie ein Muskelmann. Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Manna vom Himmel. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Na ja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bier pumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Nein!
Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Eigentlich ist an der Spülmaschine nichts kaputt. Ein Stecker, der an der Spülmaschine hängt. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Für mich sieht er ganz okay aus. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Wahnsinn! Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier, auf Kosten des Hauses. Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nichts. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum. Ziemlich blöde, hier eine Taschenlampe zu deponieren, in einem stockdunklen Keller. Die einzige Möglichkeit, hier überhaupt etwas zu finden, ist wildes Herumtasten. Meine Hand schließt sich um einen langen Stab aus Metall. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter, viel zu weit für einen Sprung. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend, etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener blauer Stein. Als ich ihn aufhebe, wird mir bewusst, was für eine Faszination er ausüben kann. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders.
Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Ein paar Papiersäcke voller Müll. Ich durchsuche den Müll, finde aber nichts Brauchbares. Ich durchsuche den Müll, finde aber nichts Brauchbares. Irgendwelche Putzutensilien. Ich durchsuche die Putzsachen, finde aber nichts, was brauchbar gewesen wäre. Ein Kalender mit dem vergilbten Bild eines preisgekrönten Karpfens. Ein leerer Karton, in dem einmal Ätzner dran war. Der Karton ist feucht und matschig, unbrauchbar. Ein rostiger Wasserhahn. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Ein großer blauer Edelstein. Die Taschenlampe des Barkeepers. Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Hi, ich bin's wieder. Das sehe ich. Was wollen Sie diesmal? Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein, der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Glauben Sie, dass Pegrams Verschwinden mit dem Fluch zu tun hat? Schauen wir uns die Tatsachen doch mal an. Er hat den Edelstein ausgegraben. Er ist verschwunden. Bingo. Man braucht keinen Abschluss in Mathematik, um sich das auszurechnen, oder? Man muss kein schlauer Pythagoras mit einem Taschenrechner sein. Vermutlich nicht. Pegram ist mit dem Edelstein abgehauen. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Ach, das ist ja eine Erleichterung. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt... Was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen bessere Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen.
Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht, aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen, nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Die Ziege hängt an dem alten Pflug fest. Hey, Ziegenbart! Das Vieh fixiert mich mit einem bösartigen Blick. Hinter der Bosheit und der Wut ist eine kühle Intelligenz spürbar. Wie geht's denn, mein Junge? Ich fühle mich mindestens so bedroht wie damals von dem Mörder und seinen Schlägertypen in Paris. Der Sack enthält ein feines weißes Pulver. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Hinter dem Altar befindet sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Ich versuche, die Platte zu bewegen, vergeblich. In der Wand kann man 5 Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. 5 Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat.
Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Hallo. Oh, hallo. Ich stelle Sie mal meinen Kumpels vor. Wir kennen uns bereits. Ich möchte Ihnen meine Anteilnahme ausdrücken. Oh, es ist furchtbar. Einfach grauenhaft. Das ist das Schlimmste, was ich heute gehört habe. Es setzt den schlechten Nachrichten von dieser und nächster Woche echt noch einen drauf. Das reicht fürs ganze Jahr. Es ist noch viel schlimmer. Die größte Katastrophe, die es seit langem gab. Ist es nicht das Allerschlimmste, was je in diesem Dorf passiert ist? Ich würde sagen, die größte Katastrophe in der Geschichte von Irland. Die schlimmste Katastrophe, seit der Mensch aus der frühzeitlichen Ursuppe herausgepaddelt ist. Es gibt kein Bier. Ist ein Glas Bier wichtiger als das Leben eines Mannes? Sprechen Sie mit mir? Mit Ihnen allen. Sean Fitzgerald ist wer weiß was zugestoßen und Sie können nur hier rumsitzen und Bier trinken. Sean macht einen Ausflug, das ist alles. Warum regen Sie sich nicht ab und trinken einen mit uns? Und Sean, warum suchen Sie nicht nach ihm? Es hat keinen Zweck, eine schlecht ausgerüstete Expedition hinter dem Jungen herzuschicken. Wenn es um Leben und Tod geht, ist die Vorbereitung das Wichtigste. Darum bin ich reingekommen. Auf ein Glas. Ich muss weg. Allô, Collard, j'écoute. Nico? Wer spricht da? Ich bin's, George. Oh, hallo George, wo bist du? Ich bin in Irland. Irland? Was machst du denn da? Das ist eine lange Geschichte. Irgendwelche Anzeichen von unserem Freund, dem Clown? Allerdings. Er erschien hier verkleidet als Leprechaun, als irischer Kobold. Was? Hat er dich gesehen? Er ist zurückgekommen und hat mit mir geredet. Du bist verrückt, George. Der Killer weiß, wer du bist. Immer mit der Ruhe. Er war nicht hinter mir her, sondern hinter Pegrams Edelstein. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen.
Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die 5 Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken, dann ist Ruhe. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDevitt's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Ich habe etwas über Pegram gelesen, in diesem Magazin. Die Medien haben ihn am Wickel. Ja. Wäre ich sein Agent, würde ich ihm raten, aufzugeben. Die Ausgrabung muss für ihn ganz schön wichtig gewesen sein. Er trat von seinem Lehrstuhl an der Universität Durham zurück, um nach Irland zu gehen. Und jetzt ist er verschwunden. Versuch mal, etwas über Professor Pegram herauszufinden. Ich werde mit der Universität Kontakt aufnehmen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufusson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Möchtest du den Edelstein verwahren? Nein, George. Die Versuchung wäre zu groß, ihn zu verkaufen. Schau mal, Nico, eine Handvoll Gips. Ja. Warum werden Männer eigentlich nie erwachsen? Was ist dein Problem, Schwester? Deine Taschen. Vollgestopft mit nutzlosem Schrott, wie die eines kleinen Jungen. Man weiß nie, wann man diesen nutzlosen Schrott einmal gebrauchen kann. Was weißt du über Professor Pegram? Ich habe seine Fernsehserie gesehen, Pegrams Vergangenheit. Er hat auch ein Buch geschrieben, Die Kreuzritterfamilien von Irland. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay. Kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen? Einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf.